Mal gucken. Nein, du bist nicht Dennis. Jahrgang 82, IT. Genau. Moment. Und du bist abenteuersüchtig. Nee, Entschuldigung. Ich habe ein Mädchen vor mir sitzen. Moment, echt? Genau. Ja, stimmt. Läuft. Okay, es blinkt, es läuft. Ich glaube, es geht los. Willkommen beim Vitamin Berg Podcast, Episode 19, und ich freue mich, dass du dabei bist. Bevor es dann gleich ins Interview geht, heute mit Corinna, das Outdoor-Mädchen, noch ein kurzer Verbraucherhinweis. Ich habe es geschafft, mein erstes E-Book online zu stellen, und zwar mit dem Thema das perfekte Trailrunning-Foto. Und ich würde mich freuen, wenn du mal reinschaust und mir dein Feedback gibst. Du findest die Infos unter vitaminberge.de/ebook. Und jetzt viel Spaß mit der Folge, und ich würde mich natürlich freuen, wenn du mir Likes, Herzchen oder was auch immer gibst auf Facebook, Twitter, Instagram und natürlich auch eine Bewertung bei iTunes. Und wenn du Feedback zur Episode oder zum Podcast hast, gerne per Mail an mich oder bei Facebook und so weiter. Wenn du noch die Links oder die Mitschrift haben möchtest, kannst du auch unter vitaminberge.de/019 gehen, und da findest du dann noch mehr. Viel Spaß! Herzlich willkommen nach Ewigkeiten mal wieder ein Interview, und heute live da, wo alles begann vor einem Jahr, nämlich auf der Outdoor Friedrichshafen. Am Bodensee. Genau, am Bodensee. Genau, hier bin ich vor einem Jahr mit Vitamin Berge gelauncht. Und deswegen freut es mich ganz toll, dass ich jetzt nämlich wieder ein Mädchen vor der Kamera habe oder vor dem Mikro habe, nämlich die Corinna. Hallo. Hallo Corinna. Viele von euch kennen sie vielleicht von outdoormädchen.de. Verlinke ich. Corinna, erzähl doch mal ganz kurz, was machst du, wenn du gerade nicht mit mir hier an einem Holztisch sitzt vor VD, Nachhaltigkeit und Grün und so weiter? Ja. Was machst du? So in der realen Welt. Und genau, so. Reale Welt. Also jetzt auch so neben Blog und also das, Reisen und das was man vogelwilde Leben macht und so. Ja. Genau. Also im echten Leben bin ich Online-Redakteurin. Aber das Bloggen war zuerst. Also es passt alles sehr gut zusammen. Okay. Das heißt, ich habe zuerst angelernt sozusagen in einem Verlag, habe da ein bisschen Online-Redaktion gemacht, habe dann Online-Marketing wirklich gemacht, war mir dann doch zu anstrengend auf Dauer. Und mache jetzt wieder Online-Redaktion. Bisschen Leute betüdeln, bisschen Social Media. Aber dann auch im Outdoor-Bereich oder? Kunst- und Kulturbereich. Kunst und Kultur. An einer Musik- und Kunsthochschule. Autsch. Wo? Okay, anderes Thema. Die sind alle sehr kreativ. Und wo kommst du her? Aus dem Pott. Aus dem Pott, okay. Aber ich kann nicht richtig pütteln. Also das nur. Ich versuche es immer, aber ich kann es nicht richtig. Bleib bei Hochdeutsch. Ja. Das passt. Ja. Aber ich finde es ein bisschen schade. Aber du hast ja auch eine ganze Weile im Schwarzwald gelebt, ne? Oder ja, in der Nähe von Stuttgart, ein bisschen südlich davon. 3 Jahre. War natürlich sehr, sehr cool von der Landschaft her. Also war eine schwere Entscheidung, auch wieder zurückzugehen. Und warum hast du das gemacht? Also ich meine, also Eis der Familie, ja, oben im Ruhrgebiet, okay, weißt du. Okay. Verständlich. Nein. Aber du bist ja trotzdem relativ, also heute sehen wir uns auf der Auto, aber heute Mittag fährst du schon wieder mit deinem Mann Richtung Gardasee. Ja. macht ihr das öfter oder also einfach diese Bergflucht quasi? Ja, schon. Also obwohl wir jetzt auch wieder Richtung Ruhrgebiet gezogen sind, es ist mir dann egal, ob ich 7 Stunden im Zug sitze oder 3 Stunden, wenn ich dafür dann die Berge sehe für 2 Tage, dann ist das das, was richtig ist und das, was ich gerne in Kauf nehme. Okay. Und wenn man mit dem Zug fährt, kann man halt auch nochmal bloggen, schlafen, lesen. Von daher, das ist egal, auf jeden Fall immer Richtung Berge. Und wie kommt das, dass du, also diese Bergliebe, also dieser Hang zu den Bergen? Ich glaube, meine Eltern sind schuld. Also schon so klein, ab in die Berge. Und als ich noch so klein war, dass man Angst hatte, ich falle irgendwo runter, hat mein Papa gesagt, okay, wir gehen in den Laden, du suchst dir jetzt ein Seil aus in irgendeiner Farbe, die du möchtest. Es wurde lila. Und dann habe ich es umgebunden bekommen und dann hat er gesagt, okay, und jetzt geht's los. Okay. In die Dolomiten, in die Pyrenäen und immer 4 Wochen am Stück. Und ich glaube, es sind meine Eltern einfach in Schuld.
ich würde dann nicht schuld dran sagen, sondern sie sind quasi... Also sie freuen sich auch sehr drüber, dass ich auch selbstständig weiterhin in den Bergen unterwegs bin und das total gerne mache. Aber wir machen Klettersteige und mein Papa sagte mir noch, bevor wir gefahren sind, aber bitte mach nicht so gefährliche Sachen. Ja, also Klettersteige haben wir ja nicht gemacht mit euch. Also ist das quasi schon von Kindes an. Ja. Dass ich, was ist so die erste Route, wo du dich dran erinnern kannst, wo deine Eltern dich mitgenommen haben? Also wirklich aktiv erinnern. Das war in den Dolomiten. Da gibt es die steinerne Stadt, wenn ich mich recht entsinne, am Langkofel, Plattkofel. Und das war so eine Tour, die ging, glaube ich, wirklich 10 Stunden und ich war 8 oder so. Und als Kind hat man trotzdem super viel Spaß, wenn genug Essen und zu trinken dabei ist. Und dann waren wir hinterher wieder auf dem Campingplatz und dann haben die Nachbarn, irgendwie Italiener, meine Eltern gefragt, so ja, welche Tour, wow, ganz schön lang und alles. Und dann meinte der Vater dann nur irgendwie, ah, brave Bambina. Und das ist das, wo ich mich noch so dran erinnern kann. Cool. Und deswegen jetzt auch immer wieder Richtung Italien, oder? Nee, also Skandinavien liebe ich auch total. Da sind halt die Berge nicht so hoch, aber es ist einfach so eine wunderbar urtümliche Natur. Da sind auch, naja, man kann auch lange unterwegs sein, ohne irgendwen zu treffen. Alpen natürlich, die Pyrenäen sind noch älter vom Gebirge her, dadurch haben sie ein ganz anderes Gesicht, auch gerne. Also es muss nicht unbedingt Italien sein. Immer wieder was Neues. Georgien habe ich letztens entdeckt, da würde ich unglaublich gerne hin. Hast du mal die Berge von Georgien gesehen? Ist das Kaukasus? Keine Gegenfragen stellen. Okay. Also ich kenne nur Bilder vom Kaukasus, weil ich komme ja aus dem Osten und da sind sie ja damals immer in die Richtung geflogen. Ja, stimmt. Also. Okay, das ist jetzt peinlich, ich weiß es nicht, aber eine Freundin war in Georgien und war wunderschön. Ja. Also das sind noch so ein paar Sachen da auf jeden Fall. Da kann ich empfehlen, also ist zwar nicht Georgien, glaube ich, aber Walter Mitty, der Film. Das weiß ich nicht. Das erstaunliche Leben des Walter Mitty, einfach mal angucken. Okay. So geile Bilder von Bergen, von was auch immer, wo auch immer die sind, aber richtig geil. Jetzt ist nicht nur die Liebe zu den Bergen, sondern auch die Liebe in den Bergen. Wie romantisch, ja. Genau, dein Romantico-Hochzeit in den Bergen. Erzähl mal davon, wie ist das entstanden, dass ihr quasi, also, war es Nebelhorn? Nee, wo habt ihr gefahren? Also es war im Kleinweißer Tal, es war aber der Hohe Ifen. Ah. Da hat Nico mir einen Antrag gemacht. Das war sehr mutig. Also oben am Kreuz? Ja, eben nicht. Nicht? Witzige. Also das war so. Ich hatte ja keine Ahnung, ich habe nicht drauf gewartet. Ich bin auch nicht der Typ Frau, der sagt, oh mein Gott, ich muss mit 30 verheiratet sein, 2 Kinder haben. Sonst bin ich unglücklich. Ja. Dementsprechend sind wir einfach in Urlaub gefahren zwischen 2 Jobs. Waren dann da zu der Wanderung. Es war früh im Jahr, Mai, April. Also es war noch relativ viel Schnee oben. Und wir haben gesagt, na gut, Hoher Ifen, das sieht ganz gut aus. Wir gucken mal, ob wir von der Seite hochkommen. Sonst probieren wir es nochmal über eine andere Flanke, keine Ahnung. Sind wir halt dann hochgelaufen, war super viel Schnee, sind dann auch irgendwann in so einen Steilhang rein, haben gemerkt, oh, hier sind vor ein paar Tagen so ein bisschen Lawinen abgegangen und wir haben wenig Erfahrung mit so Lawinen und bla, wir hatten auch nur ein paar Grödeln dabei und haben wir gesagt, nee, und da, ich sehe so Ketten, wo man jetzt ran muss, nee, oben wird es wahrscheinlich nicht besser, nee, lass zurückgehen. Das ist für mich immer so ein Punkt an der Tour, wo ich sage, okay, ich weiß, das ist jetzt vom Kopf her genau richtig, aber ich habe so damit zu kämpfen, dass ich dann nicht stinkensauer bin. Und dann bin ich natürlich, wenn man eine Tour abbricht, bin ich nicht gut drauf. Und dann haben wir halt irgendwie uns auf eine Flanke vorher hingesetzt, wo halt ein bisschen weniger Schnee war, haben dann was gegessen und Nico fing dann an, sowas von wegen so, ja, ist ja jetzt auch irgendwie so zwischen allem und Neuanfang. Und ich so, ja, ich mal gucken, wie der neue Job wird, bin froh hier, ne, irgendwie mal gucken, was so wird. Überhaupt nicht gepeilt. Bis er dann irgendwann wirklich klassisch vor mir kniete, einen Ring in der Hand hatte, super aufgeregt war und dann fragte, willst du meine Frau werden? Und meine erste Reaktion... Oh Gott! Nein, nicht, aber hast du dir das auch gut überlegt? Der ist gut. Aber das war total weird. Also das kriegt man ja nicht so häufig im Leben. Und dann, im Idealfall einmal. So. Und dann sind wir halt verlobt wieder vom Berg abgestiegen. Sehr gut. Ja. Und dann habt ihr auch mit großer Gesellschaft... Wir haben mit großer Gesellschaft geheiratet, aber dann quasi im ganz anderen Stil. Nico kommt aus Gelsenkirchen, Ruhrpott. Ich komme also so aus der Ecke. Also dann, oder? Quasi. das waren...
ein alter Industriebau, wo Loks repariert wurden, also ein Lokschuppen. Ja. Und den haben die jetzt eben zu einer Event-Location umgebaut. Das heißt, man hat die offenen Wände, den Ziegelbau, und da haben sie dann natürlich so schicke Tische reingestellt. Ja. Also schon sehr nice. Sehr cool. Und ein bisschen Bergdeko haben wir auch mitgenommen, weil unsere Tische, damit jeder weiß, wo er hinlaufen muss, hatten wir dann gebastelt aus Papier, dass das dann wirklich Berge waren mit Schneespitze. Und dann standen halt die Namen drauf. Und jeder Berg, das war halt ein Berg, auf dem wir schon waren zusammen. Und dann hatten wir irgendwie der Hohe Ifen und dann irgendwie auf 1000 irgendwas Meter. So konnte jeder dann gucken, so, hey, was soll das hier, kenne ich nicht. Ja, und das war so ein bisschen die Bergidee. Aber Flitterwochen ging es dann tatsächlich doch wieder in die Berge, oder? Wir hatten noch keine richtigen Flitterwochen. Wir haben so 4 Flittertage gemacht und die waren auch wieder in den Bergen. Also wir waren im Salzburger Land, sind da zur Passauer Hütte hochgelaufen und das war dann so ein, also direkt quasi nach der Hochzeit war das dann unsere kurze Auszeit. Aber das Große kommt nochmal, aber nach so einer Hochzeit muss man auch wieder sparen, kostet ja auch immer was und deswegen kommt das alt irgendwann. Aber ihr seid ja oft genug unterwegs. Ja, eben. Also, ihr teilt einfach eure Flitterwochen einfach auf in mehrere Flittertage. Also. Ja, es ist auch ja nicht so schlimm. Also was kriegt man, wenn man es Flitterwochen schimpft, bei irgendeinem Reiseveranstalter 10%? Weiß nicht. Also. Also du fliegst auf die Malediven, da kriegst du quasi 1500, also quasi einer bezahlt, der andere nicht. Also ja. Nur so als Empfehlung. Aber meinst du Malediven? Moment, ich buche. Genau. Ich schicke dir den Film. Ja, genau. Genau, das ist ein guter Übergang zu diesen ganzen Blogger-Themen. Du hast ja automädchen.de, das ist ja doch schon ein Blog für Mädchen, die gerne draußen sind, würde ich mal sagen. Würde ich auch sagen. Mit Wandertipps, mit dieser eine Artikel, was war das, Make-up in den Bergen oder irgendwie ja, sowas. Ja. Das sind ja so die Themen, die uns Jungs brennend interessieren. Oder Do-it-yourself-Dinge und so weiter, ja. Wobei das ist auch ganz lustig manchmal. Manchmal. Genau, bei uns Jungs oder ist halt immer irgendwo noch eine Batterie oder Technik dran. Ja, stimmt, dran. Ja. Und ihr nennt es dann irgendwie Gear oder so, genau. Und die Mädels nennt es dann DIY. Genau. Was meinst du, was ist da so der Unterschied zwischen Mädels und Jungs am Berg? Also was schleppen die mit? Schleppen sie tendenziell zu viel mit? Also ich bin so einer, ich habe tendenziell immer zu viel mit, obwohl man eigentlich sagt, eigentlich so du die Mädchen, Frau hat. Ja, genau. Genau. Was denkst du, was ist da so der Unterschied? Ich glaube, die Mädels, die haben schon in der Regel so ein paar mehr Hygiene, Kosmetik und so Kram drin. Also ich weiß, bei meiner ersten Hüttentour, das war der E5, da war ich halt vorher auch super aufgeregt, weil von wegen so, na, ich will ja nicht auffallen, dass die erste Hüttentour und alle anderen machen das schon seit 50 Jahren und deswegen habe ich mich dann mal morgens im Waschraum so mal umgeguckt und die meisten haben größere Schminkprogramme aufgefahren als ich. Also ich bin jetzt nicht die sich ultra schminkt, aber ich bin auch mit meiner Schwester 2 Wochen durch Norwegen und habe mir immer die Augenbrauen gezupft und sie irgendwann so, ernsthaft? Ey, ich hätte da keinen Bock drauf. Und ich sage, ja, aber das mache ich ja für mich. Also ich glaube, tendenziell ist das der größte Unterschied. Und dass vielleicht auch die Mädels auf andere Sachen gucken, also rein von Bildern, von Fotomotiven oder was sie dann eben mitnehmen oder wie sie es eben dann rezipieren. Also Frauen, es gibt Wanderröcke und dann ist die Frage, okay, muss ich mir jetzt einen Wanderrock wirklich kaufen? Hat der einen Vorteil? Oder kann ich auch einfach einen Rock für 10 Euro von H&M kaufen? Macht das einen Unterschied? Ja, Wanderrock nein. Sind quasi diese Leggings mit Röckchen drüber, Skirt, oder? Skirt auf Neudeutsch. Was? Skirt. Okay. Ja. Eine Mischung aus Skirt und Schnee. Jetzt kriege ich es auch nicht hin. Also, dass du so eine einfach Unterhose drunter hast. Die gute alte Radlerhose so, mit Gardine aus den 90ern. Drumherum. So, genau. Schön mit Blümchen drauf. So. Und da ist natürlich, ich war irgendwann mal mit normalem Rock unterwegs und man hat halt das Gefühl, wenn du durch eine Wiese gehst, okay, wäre jetzt doch cool, wenn du irgendwas drunter hättest. Und ich glaube, das sind so Sachen, worüber sich zumindest die wenigsten Männer dann Gedanken machen. Oder bist du schon mal als Schotte so ganz stilecht im Schottenrock unterwegs? Mensch, Robert, mach mal. Nein. Das machen wir mal zu Karneval. Zu Karneval. Das können wir auch gut im Ruhrgebiet. Ich habe 5 Jahre in Köln gewohnt, das hat mir gereicht. Ja, das stimmt. Aber was um mein Düsseldorf, das ist noch assiger als Köln. Also das ist meine Einschätzung. Langjährige Erfahrung. Nee. Okay, pass. Muss ich nicht haben, ist nicht meine Welt. Nee, ich war früher mal, weil es ja immer dann ganz witzig war. Aber es ist schon sehr, sehr assi. Und entsprechend muss ich nicht mehr hin. Ist das jetzt dieser Teil, den ich da rausschneiden muss? Ich glaube schon. Weil, der eigentlich so total off-topic ist. Anti-Düsseldorf. Achso, nee, das ist völlig also, okay. Okay. Aber weil es total off-topic ist. Ah, du darfst sein.
Aber du hast mir direkt den nächsten Step. Juni 2010 bist du den E5 von Oberstdorf nach Meran. Wer meinen letzten Podcast mit dem Jojo gehört hat, hat gehört, dass ich den auch vorhab. Ja. Erzähl mal, wie war es bei dir? Was war so das Eindrücklichste da? Wie lange warst du unterwegs? Einfach alles. Einfach alles. Genau. Innerhalb von Tick-Tack, 5 Minuten. Ja, genau. Ich bin mit meinem damaligen Freund zusammengelaufen und wir haben uns extra entschieden, dass wir nicht den quasi neuen Klassiker Oberstdorf-Meran laufen, wo man dann auf 3000 Meter einmal übernachtet, mit dem Gletscherbus fährt und so weiter und so fort und das in einer Woche runterreißen kann, sondern wir wollten wirklich die klassische Route laufen, aber eben dann nur die Etappe Oberstdorf bis Bozen. Das heißt, es waren dann knapp 2 Wochen. Wir hatten auch einen Pausetag eingeplant. Sollte man auf jeden Fall machen. Also irgendwo flexibel ungefähr einen Pausetag haben oder auf der Hälfte dann sagen. Das Eindrücklichste, die Tagesetappen wurden, je länger die Tour war, doch irgendwie gefühlt länger. Weil man natürlich dann das schon in den Knochen hat, ja, und dann weitergeht. Es gibt nicht einen Punkt, wo ich sage, dass das Schönste, Größte der gesamten Tour war. Ich kann mich einfach nur an so Einzelheiten erinnern, die aber eher so blöder Natur sind, witzigerweise. Warum blöder Natur? Letzter Tag, es regnet, wir laufen über so eine Wiese und ich denke mir so, ja, läufst du lieber von Stein zu Stein, klatsch voll in den Kuhfladen rein. Denkst du so, okay, danke, letzte Etappe, ach, leck mich. Oder die erste Nacht, natürlich im Lager, ganz hinten in der Ecke schnarcht einer ohne Ende und du denkst dir so, okay, Ohrstöpsel hast du dabei, das ist wirklich das Wichtigste. Ja. Und ich konnte dann auch irgendwann schlafen und man wandert aber ja immer so mit den gleichen Leuten ungefähr zusammen. Und am nächsten Tag waren wir, glaube ich, abends dann neben einem Mädel und die meinte so, boah, ich muss diese Nacht auf jeden Fall mehr Schlaf kriegen. Also warum? Ich lag direkt neben dem Schnarcher von gestern. Also Ohrstöpsel sind super wichtig. Okay. Definitiv, ja. Was hast du also seid ihr dann früh immer quasi mit Sonnenaufgang los und dann gemütlich nachmittags also, angekommen? Ja, das wäre schon eine Empfehlung. Wir haben das so gemacht, wir haben nicht auf der Hütte gefrühstückt, sondern wir hatten unseren eigenen Koch dabei und so ein paar Riegel und Würstchen und so. Denn die allermeisten und auch die ganzen Bergschulen, die frühstücken und gehen dann los. Und wir wollten echt nicht im Pulk laufen. Ja, klar. Und deswegen sind wir lieber dann, während die anderen aufgestanden sind, sind wir dann direkt los, haben dann sind eine halbe Stunde gelaufen, haben da dann den Kocher angeworfen, haben dann in den Bergen gefrühstückt und hatten dann so ein bisschen Vorsprung. Und das war, ja, das würde ich, glaube ich, jedem empfehlen. Aber ihr seid ja Oberstdorf-Meran, ne? Nee, Oberstdorf-Bozen. Das heißt, wir sind irgendwann abgebogen. Ich glaube, die letzten drei Tage, glaube ich, sind die anderen dann mit so einem Gletscherbus gefahren und zur Ötztal, bla. Und sind, dann kommt man, glaube ich, irgendwann bei so einem Stausee raus. Genau. Und muss dann noch mit dem Bus nach Meran oder so. Und das haben wir nicht gemacht, sondern wir sind dann irgendwann abgebogen, ein bisschen den Meraner Höhenweg, glaube ich. Und ich muss aber sagen, die letzten 2 Tage, da läuft man durch ein Skigebiet, Meran 2000. Es ist nicht schön. Okay. Also ich fand es gut, dass wir diese klassische Route gelaufen sind, die dadurch auch länger war. Aber es ist halt nicht so ein Top-Spot sozusagen. Ja. Also es macht schon Sinn, wenn man wirklich Highlights mitnehmen möchte, das andere zu laufen. Aber wir sind wirklich zu Fuß dann in Oberstdorf losgelaufen, zu Fuß dann bis Bozen. Okay, in Bozen haben wir dann die Seilbahn runtergenommen, weil man da irgendwie dann noch von so einem Plateau runtergeht und dann halt auch in die Stadt reingelaufen. Ja, aber ich fand die Vorstellung irgendwie doof, dann mit diesem Gletscherbus dann irgendwie ein paar Kilometer noch zurückzulegen. Aber irgendwann fresse ich das. Also nur für die, die es gerade nicht im Video sehen, ich musste ihr gerade das Mikro etwas näher stehen, weil die nette Dame uns jetzt hier einen wunderschönen guten Morgen zur Outdoor-Messe wünscht. Ja, dann darfst du es mir auch näher stellen. Wir warten einfach mal ganz kurz. Ja. Ein Break. Also das ist quasi meine... Dein Audio-Cut, ne? Ja. Jetzt kommt noch Italienisch. Wo war ich stehen geblieben? Ich fand die Vorstellung irgendwie seltsam, dass man sich in einen Bus setzt, irgendwo unterm Gletscher durchfährt und dann da wieder weiter wandert. Weil irgendwie dachte ich, so Alpenüberquerung macht man ja doch zu Fuß, oder? Ich weiß nicht.
Ich glaube, ich würde jetzt gerne diese Etappe auch mal laufen, weil die, glaube ich, landschaftlich schöner ist. Ja. Aber ich fand damals irgendwie die Vorstellung sehr seltsam. Wenn ich dir von meiner Idee erzähle, wirst du mich noch seltsamer finden. Schieß los. Also ich will ja von Meran nach Oberstdorf laufen, also genau entgegengesetzt. Ja. Warum? Einerseits natürlich, damit mich die Leute sehen und ich nicht, wenn ich überholen muss, quasi immer, kann ich mal kurz vorbei und blablabla. Ja. Sondern du wirst auf jeden Fall weniger Leute haben, die auch mit dir laufen. Wahrscheinlich gar niemanden. Ja, wir haben welche gesehen. Echt? Ja. Okay. Weil Jojo meint, es wäre relativ wenig, also quasi bis gar nicht. Und natürlich, das kommt noch dazu, also mein Plan ist natürlich, das Ganze in zwei Etappen zu machen, also quasi von Meran bis, ins Pitztal. Ja. Dort einen Tag dann einfach ruhen. Oh, das ist perfekt, genau. Dann zweite Etappe von Pitztal bis nach Oberstdorf. Mhm. Bock mitzumachen? Wann? Ich habe meinen Urlaub schon eingereicht. August. Scheiße. Nee. Kann ich nicht. Ja, aber ich bin gespannt, aber das sind ja 180 Kilometer oder sowas. Boah, ich weiß es gar nicht mehr. Also, man merkt es schon. Man merkt es in den Knochen. Ich war super froh, dass ich Stöckchen dabei hatte, weil man kann auch ein bisschen dadurch alles an Kraft verteilen, was man hat. Genau. Also ich hatte hinterher Muskelkater in den Oberarmen und dachte mir so, hey, ich bin doch gelaufen. Aber dadurch, dass man halt dann doch rauf und runter, genau, ja. Wie viel Kilo hast du dabei, also an Gepäck so? Knapp 10. Also mehr wollte ich dann auch nicht oder mehr sollte man dann auch nicht, weil sonst wird es echt zu einem Goxel. Wenn ihr selber gekocht habt, hattet ihr dann alles für die gesamte Woche oder für die gesamte Tour dabei habt ihr das einfach dazu gekauft? Oder? Nee, wir haben ja gefrühstückt, das Zeug hatten wir dabei und dann halt so ja, Kaffeepulver, Tütchen, bla. Aber Abend gegessen haben wir dann immer auf der Hütte. Okay. Ich glaube, wir hätten auch noch irgendwie 2-3 Tüten Nudeln gehabt. Aber ich meine, wenn man auf der Hütte ist, dann setzt man sich. Ich glaube, einmal waren wir draußen und haben dann wirklich unsere Tütennudeln aufgestellt. Aber es war halt super ungemütlich. Also es war auch nicht das beste Wetter da. Dann. Gut, da wir gleich den nächsten Termin haben, nämlich zum Frühstück mit der Outdoor Blogger Network. Jetzt kommt wieder eine Durchsage. Nicht Gelsenkirchen. Nicht Konstanz. Die Schweizer wieder. Immer das Gleiche. Nur Schokolade können sie. Und Berge. Und Käse. Berge. Oh ja, Käse. Stimmt, Käse stimmt. Können sie. Käse können sie richtig gut. Und Berge. Zum Schluss bekommst du Fragen, die jeder von mir gestellt bekommt. Kurze Frage, die Antwort kannst du dir ausdehnen, wie du möchtest. Berge oder Meer, dein Favorit und warum? Berge. Ist höher. Ist höher, okay. Ich brauche immer was zum Runtergucken. Das hat schon so ein bisschen, also deswegen Mittelgebirge mag ich, wenn es irgendwo was Aussichtspunktmäßiges gibt. Das ist manchmal etwas schwierig, weil ich dann immer, ich will aber nicht nur, ist, guck mal, ist ein schöner Wald, aber ich will irgendwo runtergucken. Ja, aber deswegen ist, glaube ich, Berge, man kann runtergucken. Wie würdest du deine Zeit auf einer einsamen Hütte am Berg verbringen, wenn du jetzt 3 Monate da wärst? Ich glaube, ich würde mir so einen Stapel Bücher mitnehmen, einen Tag einfach lesen, einen anderen Tag wieder irgendwas draußen machen, rumrennen, dann wieder einen Tag lesen. Ich glaube, das wäre mega entspannend. Was wären das für Bücher? Ich lese total gerne Jugendbücher, also so Jugendliteratur im Fantasy-Bereich. Ah. Weil alles, was irgendwie, also Erwachsenenbücher sind für mich immer so, oh, die sind immer so brutal oder dann direkt so, die sind so realitätsnah. Finde ich scheiße. Und Jugendliteratur, die hat irgendwie immer noch ein bisschen was Magischeres. Und deswegen lese ich die total gerne. Die sind einfach ein bisschen liebevoller. Dein liebster Titel? Ganz spontan? Ganz spontan. Tintenherz von Cornelia Funke. Och, Robert. Tintenherz. Tintenherz. Nicht Tintenherz, das wäre Ü18. Tintenherz fürs Protokoll. Nix mit Tinder. Ich verlinke Tinder und Tintenherz. Scheiße. Oh, jetzt muss ich explizit drauf machen. So, Sonnenuntergang oder Sonnenaufgang?
eigentlich Sonnenaufgang, wenn ich nicht immer zu müde wäre. Dein Gadget, ohne was du nie in die Berge gehst. Oh. Also Ausrüstungsgegenstand für dich. Also Ausrüstungsgegenstand weit gefasst. Also etwas, das ich immer dabei habe. Immer. Also bei mir ist zum Beispiel die Uhr und die Kamera. Ja, also Kamera habe ich auch immer dabei. Aber ich habe auch immer so ein kleines Schweizer Messer dabei. Also so ein kleines Multitool. Okay. Weil da ist ein Messer dran, eine Schere dran, Pinzette für Augenbrauen zupfen. Also da ist alles dabei, was ich eben, ernsthaft, ist alles dabei, das habe ich immer dabei. Und bei längeren Touren habe ich immer Tüten-Musso-Schokolade dabei. Ich habe das mittlerweile schon einige Jahre mit mir rumgeschleppt, weil ich dachte, boah geil, dann sitzt du in den Bergen und dann kannst du es endlich mal essen. Und das hat sich schon zu so einem Gegenstand etabliert, der eigentlich immer mitgenommen wird und der aber nur alle 5 Jahre gegessen wird. Und dann hatte ich es irgendwann in Norwegen, dass ich sagte, okay, geil, heute wird es Musso-Schokolade gegessen. Und dann haben wir das gemacht in dieser Tüte und man hat ja diese Angaben, wie viel Wasser rein und so. Und wir haben es echt geschafft, so viel Wasser reinzupacken. Und dann hinterher so, das hat schon eher nur so Kakao-Konsistenz. Ich wollte doch Musso-Schokolade. Ich habe mich 5 Jahre drauf gefreut. Du hast dann so eine Schokosuppe. Ja, wirklich. Was für eine Kamera hast du? Eine Fujifilm X10. Also eine Kompaktkamera. Deine Top 3 Blogs oder Ressourcen für mehr Berge? Also es können Zeitungen, Magazine, es können Blogs, Webseiten, Podcasts oder was auch immer sein. Meiner ist ausgeschlossen, meiner ist ja sowieso Top 0. Meinst du, Schleim darf man nicht? Nee. Ich lese gerade ganz gerne die Alpine, also als Zeitschrift. Ich habe lange die Outdoor gelesen, aber die Alpine ist halt Alpina. Auch gerne die Nord zum Beispiel, weil die ja auch, also alles ist Richtung Skandinavien geht. Aber da schaue ich mir auch sehr gerne einfach das Online-Portal an. Okay. Und ich lese auch wirklich sehr gerne ein paar Blogger-Kolleginnen, zum Beispiel das Fräulein draußen, aber auch die Inka von Blick gewinkelt. Das sind jetzt die mir spontan einfallen. Okay. Das nächste finde ich ganz cool. Also, was empfiehlst du gegen Bergweh? Also stell dir vor, du würdest im Flachland wohnen, also zum Beispiel im Ruhrgebiet. Was tust du, um deinen Vitamin Berge quasi zu kriegen? Das Witzige ist, dass ich wirklich so einen Artikel in petto habe. Also er ist quasi fertig, weil mit dem Umzug ins Ruhrgebiet zurück habe ich mir ja auch ein paar mehr Gedanken gemacht. Das ist jetzt quasi ein Teaser für meinen Blogbeitrag. Den ich dann natürlich verlinke. Den ich dann also noch online stellen muss. Wir haben Internet. Ja, genau. Planen. Also wenn man plant und das dann fix macht, ist die Planung allein schon Vorfreude. Und ja, wenn man mit dem Zug in die Berge fahren will, von mir aus, dann ist man gerne 7-8 Stunden unterwegs. Und es kostet auch, mit der Bahn zu fahren. Aber deswegen sage ich, okay, du willst in die Berge, dann fahr verdammt nochmal in die Berge. Bedeutet, du kannst auch nachts um 3 oder 4 Uhr den Zug nehmen, damit du dann vormittags in den Bergen bist. Die Nacht wäre sowieso scheiße, aber du bist dann in den Bergen. Und wenn du, also mir geht es so, wenn ich dann nur 2 Tage in den Bergen bin, ich bin einfach so glücklich und erfüllt, dass mir diese Strapazen völlig egal sind. Und die Züge, die um so eine Unzeit fahren, sind natürlich auch günstiger. Na klar. Also deswegen, ja. Deswegen bin ich auch hier zur Outdoor nach der Arbeit um 16 Uhr losgefahren. Die 600 Kilometer. Bin um Mitternacht hier angekommen. Aber es ist den Bergen schon deutlich näher. Also das ist dann egal. Man sieht sie. Wunderschön nicht heute wahr? Morgen. Ja. Wen würdest du gerne mal hier im Podcast hören? Ich würde gerne die Nadine von Kultur Natur hören. Nadine, Kultur Natur. Mhm. Okay. Warum? Oder was? Nadine ist, schreibt, also sie ist selbstständig, textet, schreibt sehr viel, journalistisch und sie schreibt das mit super viel Gefühl. Und ich glaube, dass sie im Interview eben genau das, ihre Schreibe, auch gut rüberbringen kann. Also würde ich sehr gerne mal hören. Wunderbar, dann frage ich sie mal an. Und zum Schluss, wenn die Leute mehr von dir lesen, sehen, hören wollen, wie kommen sie zu dir? Automädchen.de?
Also am besten geht es, wenn man Instagram. Mir Essen schickt. Meine Postadresse gibt es im Impressum. Ja. Und wenn man mir Essen schickt, dann schreibe ich auch mehr. Also okay, unter www.outdoormädchen.de findet man mich, egal ob mit Ä oder AE, habe beide URLs gekauft. Man findet mich unter dem gleichen Namen auf Pinterest, auf Instagram, auf Facebook, auf Twitter. Snapchat bin ich zu alt für, sorry. Okay. Ja, da findet man mich. Wunderbar. Ich danke dir ganz doll, dass du dir heute früh so um diese 8:30 Zeit genommen hast. Hast du schon einen Kaffee? Ich trinke keinen Kaffee, aber ich nuckel hier an meiner Cola. Ah, okay. Wir gehen jetzt zum Frühstück und dann wünsche ich dir einen wundervollen Messetag. Danke. Wir sehen uns dann noch. Wir sehen uns. Danke, Robert. Ciao. Mach gut.